herzlich willkommen mal wieder zu einem Online-Gottesdienst zu Weihnachten. So können Sie sicher zu Hause mitfeiern und in diesen unruhigen Zeiten ist das, denke ich, wichtig. Aber Gott verbindet uns, auch über Raum und Zeit hinweg, sodass wir miteinander feiern können, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete. Jesus, du kleiner Mensch und doch großer Gott, du Ewige bist sterblich geworden, du Himmlischer bist herabgestiegen, vom Himmel hoch zu uns herab. Du Göttliche bist eingezogen in unsere Welt, in unsere Herzen. Jetzt wohnst du hier, wo es düster ist und kalt und traurig, elend. Jetzt wohnst du hier, wo es freundlich wird und hell und warm, wo Kinderlachen das Herz erfreut, wo Augen sanft die anderen ansehen. Du kleiner Mensch, du Ewige, sei uns willkommen. Sei uns Gast in Düsternis, in Freundlichkeit, ja, in wirklich jeder Situation. Heute, hier und an jedem Tag. Amen. Wir singen "Ich stehe an deiner Krippen" hier und Sie haben es vielleicht schon entdeckt, dass in den Kommentaren die Texte zum Mitsingen sind. Thank you.
Ich lese aus 1. Johannes 3, 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber auch noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Halleluja. Gott, ich bitte dich um ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Kinder, was für ein Wunder! Was für ein wunderbares Ereignis ist doch eine Geburt! Da wächst im Verborgenen ein Kind heran. Bei vielen Menschen ist eine schwangere Frau etwas Besonderes. Sie wird umsorgt. Auf sie gibt man in einer Gruppe oder in einer Gesellschaft ganz besonders Acht. Und wer schon mal schwanger war und mit Babybauch herumlief, weiß, dass der Bauch gehört mir nicht alleine. Viele sind da in Versuchung, mal drüber zu streicheln. Man könne sich da nur schwer beherrschen. In der Mutter entstehen über einige Wochen und Monate kleine Hände, Füße, einen Körper, der dann auch ohne seine Mama atmen kann, essen, trinken, ja einfach leben. Und das ist aufregend. Wenn beispielsweise in einer Notrufzentrale der Notruf eingeht, schnelle Geburt. Das ist für Einsatzkräfte wirklich nichts Alltägliches. Es ist ein sensibles Thema und ja, mit Gefahr verbunden für das Leben von Mutter und Kind. Und die Freude ist dann wirklich riesig, wenn dann am Ende alles gut ausgegangen ist, alle gesund sind. Ich finde, da geschieht ein Wunder. Geburt. Eigentlich das Natürlichste auf der Welt und doch zugleich so wundervoll. Das ist etwas, was fast alle Menschen spüren. Für die Mama und für den Papa ist es ganz klar was Besonderes. Aber selbst dann, wenn es nicht das eigene Kind ist, das irgendwo geboren wurde und ich erhalte davon Nachricht, zum Beispiel in der Verwandtschaft, aber sogar in der Nachbarschaft, spüre ich etwas von diesem Wundervollen. Ich freue mich ganz tief in mir drin. Kennt ihr das auch? Und so ist es, finde ich, auch an Weihnachten. Wir feiern die Geburt eines Kindes. Und wie das so ist mit Babys, die sind richtige Überraschungspakete. Sie sind, wenn sie zur Welt kommen, noch ganz klein, hilflos. Und doch steckt in diesen kleinen Babys schon so viel drinnen, was ich jetzt noch gar nicht wissen kann. Sie sind Wunderpakete. Ich denke an den kleinen Mose, der hilflos im Schilfmeer getrieben ist, in seinem Körbchen. Und am Ende ist er der Anführer eines riesengroßen Volkes. Zwischenzeitlich war er sogar Mörder. Viele große Menschen, die viel Gutes getan und bewirkt haben, fingen genauso an, klein und hilflos. Der Entdecker der Elektrizität, des Antibiotikums oder der Wirksamkeit von Impfungen. Sie waren irgendwann mal ein kleines Baby, das voller Wunder steckt. Alle starteten hilfsbedürftig und in Windeln gewickelt. Wie Jesus. Dem Krippenkind,
in dem Gott auf die Welt kam. Was ein Wunder. Gott zeigt sich im kleinen und im hilfsbedürftigen Baby. Seine ganze Liebe zu den Menschen steckt er dort hinein, in dieses Krippenkind. Und ich finde, das bleibt ein kostbares Geheimnis und ein Wunder. Der, der von Anfang an da war, der so groß ist, dass wir ihn nicht fassen können, der wird in diesem Kind ganz klein leibhaftig. Und damit macht er auch aus dir und mir mehr, als wir jetzt schon sehen können. Er macht aus uns Kinder Gottes. Denn durch Jesus Christus, dadurch, dass Gott in Jesus Mensch wurde, werden wir zu Geschwistern. Und auch ich darf Papa, lieber Vater zu Gott sagen. So hat es uns Jesus mit dem Vater unser beigebracht. Abba heißt es auf Aramäisch dort. Lieber Papa. Das ist geheimnisvoll. Und ich kann es nicht mit Worten fassen. Es ist wundervoll. Mit Jesus sind auch wir Kinder Gottes und Erben seiner Verheißung. So heißt es in unserem Predigttext. Es ist zu hoch, um es mit dem Verstand zu begreifen. Aber wenn wir uns, wie die Hirten oder die Könige, auf den Weg zur Krippe machen und diesem Kind ganz nahe kommen, werden auch wir verändert werden. Bewegt und berührt im Herzen von diesem Wunder der Menschlichkeit Gottes. Von dem Wunder der Menschenliebe Gottes und von dem Wunder, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Wir sind es schon, auch wenn sich erst noch zeigen wird, wohin das führt, auch wenn das jetzt noch geheimnisvoll ist. Und wer weiß, was in dir und in mir alles schon im Werden angelegt ist. Das Große, das wir zusammen noch schaffen werden als Kinder Gottes. Ich stelle mir vor, wir meistern die Pandemie als Gemeinschaft und gehen am Ende nicht gespalten, sondern gestärkt daraus hervor. Wir stehen zueinander und halten aus, wenn andere anders denken. Wir tolerieren es, wir erleiden es. Und kämpfen uns trotzdem zusammen dadurch. Wenn wir das schaffen, haben wir unendlich viel Großes geschafft. Wundervolles. Gott hat diese Liebe zu Menschen schon in uns hineingelegt. Es wäre was Großes, wenn wir in dieser Zeit daran wachsen. Etwas Wundervolles. Ich will es wagen, als Kind Gottes zu leben und zu wachsen. Du auch? Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Lasst uns für und miteinander beten. Gott, wir denken an unsere Kinder. Sie haben noch große Träume und zugleich brauchen sie auch noch so vieles: Wärme, Nahrung, Zuwendung. So viele Kinder gibt es in der Welt, denen es an diesem Nötigsten fehlt. Gott, du bist selbst als Kind auf die Welt gekommen, du hast Flucht erlebt. Nimm unsere Kinder an, nimm alle Kinder an. In ihnen steckt schon so viel Gutes drin, so viel Wundervolles für unsere Welt. Du Gott im Kind, du Licht der Welt, du nimmst uns als deine Kinder an. Du wärmst das Herz, du machst uns hell. In diesen Tagen ganz besonders. Und so bitten wir dich für all unsere Geschwister, die das heute für sich nicht so spüren können. Hüte deine Kranken. Lass deine Müden zur Ruhe kommen. Segne deine Sterbenden. Tröste deine Leidenden. Berge deine Flüchtenden. Erbarme dich deiner Betrübten und sei mit denen, die fröhlich sind. Hülle sie alle, hülle uns alle ein in den Glanz und in das Wunder der Weihnacht. Und als deine Kinder beten wir zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben in der Paulusgemeinde einige schöne Aktionen, auf die ich Sie nun gerne noch hinweisen möchte. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, das Krippenspiel aus Rauenberg steht auch online und ist in jedem Fall sehenswert. Dann haben Familien rund um Rauenberg gemalt und gelesen. Die Weihnachtsgeschichte finden Sie ebenso auf unserem YouTube-Kanal. Am Gemeindehaus in Rauenberg gibt es einen Fotopoint mit Engelsflügeln. Es steht sogar ein Kästchen da, sodass Kids sich vor die Flügel stellen können, sodass sie Weihnachtsgrüße als Selfie verschicken können. Unsere Krippenaktionen finden Sie auf der Homepage, wo Sie einfach Krippen besuchen können, die zu sehen sind. Machen Sie einen Spaziergang und schauen Sie sich die schönen Krippen in unserer Gemeinde an. Die Gottesdienste zu Silvester und am 2.1. entfallen pandemiebedingt. Am 9.1. am Paulushaus feiern wir im Freien eine Andacht um 10.15 Uhr. Am 16.1., den Sonntag, um 10.30 Uhr feiern wir das neue Jahr gemeinsam ökumenisch in Rauenberg in der katholischen Kirche. Und am 23.1. sind wir wieder hier online auf YouTube. Für die Hilfsaktion für Brot für die Welt sammeln wir immer in jedem Advent und auch in diesem Jahr und wir freuen uns, wenn Sie spenden. Das können Sie auch online tun unter www.ekiba.de/brot. Vielen Dank für alles, was Sie für diese wichtigen Aktionen geben. Der Wochenspruch zu diesem Tag und zu dieser Woche steht bei Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. So empfangen Gottes Segen.
Es segne und behüte euch, der gnädige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.